Mein Name ist Frank Buffler, ich bin Apotheker seit über 12 Jahren und wir machen jetzt mal ein bisschen was anders. Der Daniel, der heute auch die Kamera hält, der hat gesagt, so machen wir den Kanal nicht weiter. Und ich höre natürlich auf ihn und er hat mir gesagt, er hat ein paar Fragen zum Weihnachten, zum Neujahr. Ein neuer Special, Weihnachtsspecial sollen wir heute machen. Und deswegen bin ich mal ganz gespannt, was ich ihm heute als Fragen beantworten darf, die er die ganze Zeit hatte. Also Daniel, schieß los. Wunderbar. Also, Weihnachtsspeck von den Hüften bekommen, das ist meistens nach dem Neujahr am besten, weil da im Endeffekt dann die Neujahrsvorsätze kommen. Und da haben wir ein Programm entwickelt, das nennt sich Mindiet 2020. Und ich gebe mal so ein bisschen einen Einblick dazu, was man da alles erwarten kann. Also, wichtig ist die 80-20-Regel. Die 80-20-Regel ist beim Einkaufen sehr wichtig. Dann, du solltest die 3 weißen Gifte vermeiden. Und drittens, du solltest genau gucken, dass du auf deinen Ernährungskompass achtest. Und diese wichtigsten Punkte, die findest du dann in der Mindiet 2020 wieder. Also was ich dir als erstes als Tipp geben kann, ist, nutz die Weihnachtszeit einfach auch mal wieder zur Ruhe zu kommen und in sich selber zu investieren. Lies mal ein Buch, was du vielleicht lange nicht gemacht hast, investier mal in dich, vielleicht machst du auch ein bisschen Sport. Es ist ja kein Geschäft offen und deswegen sollte man einfach mal gucken, dass man für sich und ja, das Allerbeste rausholt und ja, einfach mal mit der Familie auch Zeit zu verbringen und wirklich mal in sich zu kehren und vielleicht auch die Ziele für 2020 zu definieren. Was möchte man in 2020 erreichen? Das ist so mein Tipp für dich. Also, ich mache mit euch mal einen kurzen Test, wie euer Gehirn ist. Ihr lernt von mir jetzt mal 10 gesunde Snacks, die man immer, sage ich mal, im Einkaufswagen haben sollte. Manche muss man zubereiten, manche nicht. Also, wir fangen an mit der Avocado. Dann die zweite ist Blaubeeren. Das dritte ist Blumenkohl. Das vierte ist sozusagen Lachs. Das fünfte ist Olivenöl. Das sechste ist Walnüsse. Das siebte ist Kurkuma. Das achte, das ist schwarze Schokolade. Und ich mache es für euch einfach, wir machen nur 8. Ja, merkt euch mal die 8, weil sonst wird es schwer. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch diese 8 Lebensmittel auswendig jederzeit vorwärts und rückwärts sagen könnt, dann müsst ihr nächstes Video schauen, weil da gibt es die Auflösung. Also, das ist erstmal schon für euch für das nächste Video interessant. Also Daniel fragt, Neujahr, Silvester, trinken, was sind meine Tipps, damit du gut ins neue Jahr kommst und am nächsten Tag nicht mit einem dicken Kater aufwachst? Also mein Tipp ist, versuche erstmal nicht zu viel auf einmal zu trinken. Verteile es über den Abend hin. Bleibe natürlich bei einer Sache. Und mein Geheimtipp als Apotheker ist, nehme entweder Aspirin schon vorab zur Prophylaxe oder noch besser ist Tomapirin, weil hier hast du noch Koffein mit drin und Koffein boostert ein bisschen das Schmerzmittel. Somit hast du am nächsten Tag, wenn du 2 Stück in ungefähr 4 bis 6 Stunden Abstand nimmst, am nächsten Tag keinen Kopfschmerzen. Zumindest nicht so stark, dass es dich beeinträchtigt. Nicht erst, wenn es kommt, nehmen, sondern schon vorab als Prophylaxe. Das ist mein Tipp für dich zum Neujahr ohne Kater. Ja, Daniel fragt, wie kommt man fit ins neue Jahr mit guten Vorsätzen? Also als Apotheker kann ich dir nur sagen, schau mal deinen Vitamin-D-Spiegel an, weil 80% der deutschen Bürger haben einen zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Und was passiert, wenn der Vitamin-D-Spiegel zu niedrig ist? Es ist ganz, ganz bitter eigentlich. Man fällt in so ein gewisses Leistungsloch. Depression, das Immunsystem ist weit unten. Das heißt, Vitamin-D-Einnahme, sehr, sehr wichtig. Das ist das Sonnenhormon und was jetzt fehlt, ist wirklich Sonne.
Also das ist mein letzter Tipp für dich. Wichtig, wenn du Vitamin D-Präparate nimmst, nimm sie immer zur fettreichen Mahlzeit. Weil Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin. Wenn du es nüchtern nimmst oder zu einer Mahlzeit, wo du kein Fett isst, dann wird es nicht gut resorbiert. Das ist mein letzter Tipp für dich. Also ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt die Weihnachtsfeiertage und kommt gut ins neue Jahr mit den Tipps, die ich euch gegeben habe. Es wird sich ein bisschen was ändern, also in unserem YouTube-Kanal. Schreibt mal, was ihr gerne hättet. Wir passen ein bisschen auch an euch die Sachen an und bis ins nächste Jahr. Macht's gut, euer Frank und das Team der Apotheke.